Gut, an sich ein paar fehlen noch, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem jetzt mal ja, langsam an. Ja, Herr von Ludwiger hat jetzt einen ganz interessanten Vortrag, vor allen Dingen noch im Anschluss ein paar sehr interessante ja, Sachen. Das kann ich ja gleich dann sagen. Ja. Und es wird auch ein bisschen länger dauern, als wir eigentlich geplant haben, aber wir sehen darüber weg. Ja, ich wollte das nicht ankündigen in meinem Vortragsthema, aber das, was Sie interessieren wird, da bin ich ziemlich sicher, das habe ich mich entschlossen, Ihnen dann hier nachher mal vorzuführen. Das sind nämlich militärische Radardaten, aber das ist das Interessanteste an dem Vortrag. So lange müssen Sie noch bleiben. Und Sie werden dann sehen, wenn Sie die Spuren erkennen, das, was also wirklich auf dem militärischen Radar gesehen wird, dann ist der Zweifel ausgeschlossen, dass es dieses Phänomen gibt oder nicht. Denn da sehen Sie, das ist das, was früher als im Militär als Unidentified Flying Object bezeichnet wurde, in den USA zunächst, und dann die Abkürzung UFO kriegte, dass das ganz handfest nachgewiesen wird mit ihren Radardaten. Und nun sind wir gleich schon bei der Abkürzung UFO. Das Schlimme, wir haben es gestern schon angesprochen, ist, dass die Öffentlichkeit einen Unterschied macht zwischen dem, was wir unidentifiziertes, unbekanntes Flugobjekt nehmen und UFO. Ein UFO ist ganz was anderes, das sagte nämlich die Stuttgarter Flugsicherung auch. Dieses unidentifizierte Flugobjekt vom 19. Januar diesen Jahres, was da so mit 100 Stundenkilometern rumgezuckelt ist, ein UFO war es nicht, aber ein unidentifiziertes Flugobjekt, ja das schon. Wir sehen den Unterschied gar nicht, aber die Öffentlichkeit macht den Unterschied und nun müssen wir uns anpassen. Es hat keinen Zweck, diesen Begriff beizubehalten, wenn man seriös bleiben will. Man wird dann mit den Spinnern, Esoterikern in einen Topf geworfen. Und ja, wie macht man das nun? Sollen wir einen anderen Begriff nehmen? UAP etwa, wie die Amerikaner, beziehungsweise mein Freund, der Richard Haynes das machte, weil er bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde untergekommen ist mit der NARCAP, wo er sagt, man muss diese Objekte, ob es Kugelblitze sind oder andere Dinge, die muss man untersuchen und die Flugsicherungsbehörde hat gesagt, ja, das ist wichtig. Aber hätte er da gesagt, er ist der Mann für die UFO-Sichtung, dann wäre er natürlich da nicht reingeraten. Und so hat er dort, ich glaube jetzt so zwischen 3.500 und 4.000 Pilotensichtungen gemeldet bekommen. Und er hat also den Begriff UAP, Unknown Aerial Phenomenon, gemeint. Nun, wenn wir das nur auch machen, ist das natürlich albern. Jeder wird sagen, ihr meint doch UFO. Dann sagen wir, nee, UFO nicht, sondern UFO ist ja das, wo da die kleinen grünen Männchen mit die Außerirdischen kommen. Das meinen wir ja nicht. Wir meinen wirklich Unidentifizierte. Ja, dann sagt's doch. Und gut, dann sollen wir es sagen. Also ich bin der Meinung, wenn man über diese Sachen schreibt, und ich habe mich da auch selber zunächst dran gehalten, dass ich mein vorletztes Buch genannt hatte, Unidentifizierte Flugobjekte über Europa. Das Buch kann man hinlegen, also auch so in der Firma, wenn da mal ein Kollege vorbeikommt. Jetzt habe ich da dummerweise dieses Buch nennen müssen, UFO und so weiter und so weiter. Das legt kein Mensch da in der Firma hin und wird da auch für einen Spinner gehalten. Und ich selber habe schon Schwierigkeiten, in den Buchladen zu gehen und sagen, haben Sie ein Buch über UFOs? Ja. Das ist IGIT, das ist so wie, ja, naja, wie Pornografie, nicht? Das sagte mir meine Tochter, sie sollte da eins von diesen Dingern da mir abkopieren. In den Kopierladen gehe ich nicht, da ist ja ein UFO drauf, da wäre ich dumm angeguckt. Aber, also entweder man spricht es aus, immer unidentified flying object, oder also unidentifiziertes Flugobjekt schreiben wir ja dann, dann ist alles in Ordnung. Da kann man bloß immer nicht dauernd sagen. Und als Buchtitel hatte ich auch nicht vor, den so zu nennen, wie das nachher der Verlag durchgesetzt hatte. Ich wollte das nämlich nennen, UFOs ein Missverständnis. Und da musste ich natürlich UFO sagen. Und dann, in dem Buch steht ja drin, warum man fälschlich meint, dieses Phänomen ist von der Wissenschaft schon untersucht worden und da sind die dann dazu gekommen, dass nichts dran ist, ist ja gar nicht gemacht worden. Es sind nur von der Wissenschaft bisher
Untersuchungen durchgeführt worden, um festzustellen, ob es wirklich unidentifizierte Sachen gibt oder nicht. Aber nicht, was es ist. Diese Untersuchungen sind überhaupt nicht seit 60 Jahren in Angriff genommen worden. Und darum geht es in diesem Buch. Und das wäre eigentlich der passende Titel gewesen. Naja, nur heißt es UFO und ich schäme mich ein bisschen, nicht, dass das Ding da immer draufsteht. Möchte dazu sagen, zu der ganzen Situation, auf diese Zahl kommen wir noch später, ein bisschen was sagen. Ich habe dazu so eine Art Mindmap mal gezeichnet und gelb das gemacht, was seriös ist und anerkannt ist. Und orange das, wo so die Allgemeinheit nicht mehr mitgeht und die Wissenschaftler erst recht nicht. Ach, die haben das aber nicht sehr schön farbig mir abgezogen. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt sehen können. Ich glaube es nicht, aber ich erzähle es dann. Also, die Situation ist... Ja, aber das wird dann auch nicht klarer, nehme ich an. Ja, gut. Also, ja, können Sie es doch sehen. Na, wollen wir mal sehen. Also, was ich meine, ist diese ganze Situation mal so eingefasst. Dieses Gelbe hier oben, vor dem Filter, nämlich der Filter, in dem herausgebracht werden soll, lässt sich reduzieren auf was Bekanntes. Da spielt sich die jetzige Wissenschaft ab, die sagt, UFOs im engeren Sinne, also das, was wirklich interessant ist, das existiert gar nicht. Und da hängt sich die Presse dran, das Fernsehen und das Internet nimmt zum Teil UFOs als etwas Existierendes an, zum Teil auch nicht. Mainstream-Wissenschaft lehnt das ganze Zeug ab, was danach kommt. Die sagen, also es ist nie nicht klar geworden, dass da irgendwas Unidentifiziertes drin ist. Und das Filter, ja, das sind eben Verwechslungen, Fälschungen, daraufhin wird das Ganze so untersucht, was so herangetragen wird. Dann ist es militärisch, sind es Täuschungen. Und nein, Sie kennen das ja alles. Hier kann ich selber gar nicht sehen, was da steht. Naja, also Sie wissen Bescheid, was ich meine. Und ich spare mir das dann, nochmal ausführlicher zu werden. Diese paar Sachen, die da durchkommen, die sind interessant und es hat gar keinen Zweck, immer eine Statistik mitzuführen und zu sagen, 99% können wir aufklären und dann beschäftigen sich Soziologen damit, warum denken denn viele Leute, sie hatten UFOs gesehen oder sowas. Das ist alles Vorfeld, das hat mit UFO-Forschung überhaupt nichts zu tun. Los geht's erst mit denen, die wirklich durchkommen. Soziologen machen also, wie gesagt, hier oben weiter und untersuchen die Zeugen und die Verwechslung und was das alles sein können. Das wird von der Wissenschaft noch geduldet, denn die sind immer noch im Aufklärungsbereich, wo man reduzieren kann auf was Bekanntes, was die Wissenschaft kennt. Was hier durchkommt, was nicht zu identifizieren ist, ist eben nach der Definition nach ohne eine Theorie. Und im 20. Jahrhundert hat, ich glaube, das kommt sogar von Einstein, behauptet worden, nur das, was man theoretisch fassen kann, wofür es eine Theorie gibt, das kann auch beobachtet werden. Und das ist eine Sache, die nenne ich mal die Einsteinsche Wissenschaftsdeutung, die man eigentlich nicht so ohne weiteres mitmachen sollte, denn die Phänomene, für die es noch keine Theorie gibt, werden unter den Tisch gekehrt. Die sind also zunächst unwissenschaftlich und das kann man eigentlich nicht so sagen. Kleine Abweichungen, nämlich in Anomalien, die werden ja noch geduldet und man versucht, die dann wieder anzubinden. Diese Phänomene, die hier durchkommen, werden von wissenschaftssoziologischen, wissenschaftstheoretischen und wissenschaftspsychologischen Gesichtspunkten eingeengt, sodass es leicht wird für den Mainstream, wenn er sich nach dem wissenschaftlichen Regelkanon bewegt, die Sache abzulehnen mit gutem Gewissen. Also mit gutem Gewissen, denn die Wissenschaft hat also diesen Regelkanon, wozu etwa gehört, eine Sache muss reproduzierbar sein,
Sie muss kausal in einem Zusammenhang stehen und wenn er ein bisschen abweicht als Anomalie, darf es nicht zu weit weg sein von dem Normalen. Also man kann so Sternbahnen, Planetenbahnen, die gestört werden, noch irgendwie einfangen, indem man dann begründet, da muss vielleicht noch ein anderer Planet sein, der die Bahn stört oder sowas. Das sind so kleine Anomalien. Bei großen Anomalien, zum Beispiel, was ist Bewusstsein? Das ist eine große Anomalie, die fällt so aus dem Rahmen, da gibt es keine Theorie dazu. Da haben sich Wissenschaftler bis vor 20 Jahren überhaupt nicht rangewagt, nicht mal die Philosophen. Also man wusste nicht, wie ist denn das einzuordnen und viele haben gesagt, ach, das gibt es ja gar nicht. Bewusstsein, das wird so ausgeschwitzt, das ist Fiktion aus dem Mittelalter, Bewusstsein gibt es nicht. Und Skinner hat gesagt, ich habe kein Bewusstsein und die anderen sollen mir mal sagen, ob sie eins haben, das sollen sie mal beweisen. Naja, aber da hat sich die Zeit ein bisschen geändert. Ich will das bloß als Beispiel bringen. Auch ist interessant dieses Beispiel von Belousov, Veljaminov, das kennen vielleicht einige von Ihnen, das 30 Jahre gebraucht hat, wo man ein augenscheinliches Experiment, wo man also einem Chemiker das Ding vor das Gesicht stellen konnte auf den Tisch. Zwei verschiedene Chemikalien, ich sage jetzt nicht wie, das ist ja wurscht, welche das sind, die wechselten alle paar Sekunden die Farbe von tiefblau auf tiefrot, auf tiefblau auf tiefrot. Und da sagten die Mainstream-Wissenschaftler, das gibt's nicht. Sowas ist Unsinn. Und dann kamen also Leute und zeigten das denen und dann wollen wir gar nicht das sehen, das gibt's nicht. Und das hat 30 Jahre gedauert, bis dann der Prigozhin, Nobelpreisträger, erklärt hat, warum es das ist. Naja, da haben sie alle gewusst. Ja, das haben wir schon immer. Das konnte man ja sehen. Ne? Ja. Aber so funktioniert eben Wissenschaft. Das habe ich denn da noch ausgelassen. Dann, ja, theoretisch einordnbar, wie gesagt, dann müssen Phänomene auch objektiv ablaufen. Also nicht etwa kann also ein Phänomen, was man untersuchen will, noch ein Eigenleben führen. Vielleicht, dass da eine Intelligenz drin sitzt in so einer Kugel oder sowas, in diesem unidentifizierten Flugobjekt. Und wenn man also nun diese Regel kennt und schon von vornherein weiß, hier ist ein Phänomen, was so weit weg ist von dem Normalen, dass da keiner richtig rankommt. Man muss doch aber die Fakten auch sichern und das ist doch auch wissenschaftlich, man ist doch der Wahrheit verpflichtet. Was macht man denn da? Und da habe ich gesagt, es gibt ja auch den galileischen Gesichtspunkt von Wissenschaft, nämlich den, dass man sagt, die Phänomene sind wichtiger als die Theorie. Und diese Meinung vertrete ich auch, aber nicht anstatt der Einsteinschen Deutung. Aber ich kann es nicht mehr so, kann die nicht so exklusiv stehen lassen und so sagen, ja, Theorie bestimmt die Beobachtung. Nein, ich muss dann sagen, und zusätzlich haben die Phänomene aber doch Gewicht. Und sie gehören dann nicht, wenn man sie nicht erklären kann, die Sachen, nicht zur Wissenschaft. Da hat man sie noch nicht reingenommen. Aber die Faktizität kann man mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Und so gesehen, in dieser anderen Wissenschaftsauffassung kann man sich mit den Phänomenen doch beschäftigen, wohlwissend, das kommt nicht in das wissenschaftliche Weltbild zurzeit mit rein. Das ist das Problem, was die Parapsychologie auch schon seit 100 Jahren hat. Sie biedert sich immer an und will dann wissenschaftlich werden, geht über die Quantentheorie dann so, über Parapsychologie, lehnt aber dafür, weil sie ja wissenschaftlich sein will, manche Dollpunkte wie Materialisation und Levitation, da gibt dann eben noch einen Haufen anderer Sachen, lehnt es erstmal ab, damit es glaubwürdiger ist. Das geht also auf Kosten der Wahrheit. Und da muss man wissen, Wissenschaft geht nicht in erster Linie auf Wahrheit. Darauf ist sie nicht aus. Sie ist auf Gewissheit aus. Und das ist ein Unterschied. Gewissheit ist etwas, dann hat man eine Theorie im Griff, man kann sie kontrollieren. Und denn wenn etwas wahr ist, nämlich Faktizität ist bewiesen, das ist, hat sich so und so ereignet, dann ist es ungewiss, was es sein kann bei anomalen Phänomenen, wie zum Beispiel Kugelblitzen. Dann leben die so nebenher. Es ist wahr, dass es das Kugelblitzphänomen gibt.
Aber es ist nicht Wissenschaft und es ist auch nicht, wir haben es noch nicht im Griff, was das Phänomen eigentlich wirklich ist. Aber wir glauben, wir kommen da schon ran. Bei diesen UFOs ist es eben so, die sind so abweichend von dem Normalen, dass die Kausalketten nicht zu füllen sind. Also zum Beispiel Kausalkette, wenn da eine Intelligenz drin ist, dann muss man ja begründen, dass Intelligenz sich vielleicht woanders entwickelt hat oder dass jemand aus der Zukunft zurückkommt oder so. Also furchtbar viele Zwischenannahmen muss man machen, sodass das gar nicht geht und dass der Wissenschaftler, wenn er ehrlich ist, sagt, da gehe ich gar nicht erst ran. Und dann freut er sich, wenn es so Hofnarren in der Wissenschaft gibt, Skeptiker, das kann auch ein einfacher Kaufmann sein. Wenn der sagt, ich kann das alles aufklären, dann ist man heilfroh, denn dann muss man sich mit der Sache nicht befassen. Das gibt dann also eine zusätzliche Begründung noch. Wenn man jetzt aber da etwas neugieriger Wissenschaftler ist und sich ein bisschen der Wahrheit verpflichtet fühlt und sich es leisten kann, der wahren Fakten nachzugehen, können ja die wenigsten, dann geht man hier weiter runter und man kommt dann dazu, dass es private Wissenschaftler gibt, die von dem Mainstream abgezweigt sind, zum Beispiel im Mainstream wirklich arbeiten, aber zusätzlich noch unter falschem Namen oder interessemäßig dann sich mit diesen Sachen beschäftigen. So geht es uns ja auch. Ich will hier noch angeben, diese Phänomene werden der Polizei mitgeteilt, der militärischen Luftraumüberwachung. Und von der militärischen Luftraumüberwachung geht es in die Geheimdienste und wenn es ganz kritisch wird, geht es zur Regierung. Und die Regierung soll dann, und das hat sie auch gelegentlich gemacht, soll sich dann an wissenschaftliche Institute wenden, mit uns beauftragen, nachzusehen, was das ist, ob sie vielleicht die Sache aufklären kann oder nicht, wenn es da durch den Filter schon gelaufen ist. Und es gab eben, jetzt kommt gleich diese Zahl, es gab diese Untersuchung in Russland von der Akademie der Wissenschaften, dann in USA, wir kommen nachher nochmal darauf zurück, und in USA das Battelle Memorial Institute, das die Blue Book Sachen untersucht hat, dann hat das Condon-Komitee nochmal Analysen angestellt und es stellte sich also durch diese vielen Analysen, auch die Franzosen haben natürlich bei der GEPAN geforscht, stellt sich raus, wenn man alles weglässt von vielen tausenden Sichtungen, wenn man bloß die besten Fälle da lässt, dann sind es hier, also vom Battelle Memorial Institut, 434 Fälle, die wirklich staatlich und von wissenschaftlichen Instituten wie diesem hier als nicht identifizierbar eingeordnet sind. Dann hier Akademie der Wissenschaft 457 von den anderen 293 bis 1979. Interessant ist hier der Colorado-Report, enthält 33 wirklich gute Fälle. Treppenwitz der Wissenschaft. Das Vorwort hat mit der Sache nichts zu tun. Wer diesen ganzen Bericht, der ist ja 1000 Seiten lang, nicht liest, hat so eine Gruppe hier in Deutschland dann sich vorgenommen, die Zusammenfassung vom Condon das Vorwort vom Condon als Zusammenfassung des Berichts zu bezeichnen. Totaler Blödsinn, weil der Condon ganz anderer Meinung ist als seine Autoren, seine 35 Autoren, die dann wirklich gute Recherchen gemacht haben. Und ich habe mit einem Philosophen, Kleinwächter, das ist ein Stegmann-Schüler in München, gesprochen, der hat gesagt, ich habe mir das durchgelesen, ja, also der Condon sagt ja, da ist gar nichts dran und nichts für die Wissenschaft, gibt es gar nicht das Phänomen. Und dann habe ich da weitergelesen und das war dann interessant. Jetzt bin ich überzeugt, das Phänomen existiert. Das heißt also, Vorwort muss man wegwerfen, rausreißen, hat nichts mit der Studie zu tun. Wir können wirklich diese Sache auch zitieren, weil da wirklich echte UFO-Sachen beschrieben werden. Will ich da nochmal zurückkommen drauf? Da sind diese vier Untersuchungen nochmal hingeschrieben
55 US Air Force, naja gut, also das, was wir gerade hatten, dann nochmal diese Zahlen. Das als Summe ergibt diese 1187 Fälle, die wirklich nicht zu erklärende, und zwar physikalische Objekte darstellen. Nicht irgendwelche Einbildungen oder Halluzinationen oder sonst was, sondern das sind Sachen, die registriert worden sind, gute Fälle. Wer behauptet, die Sachen, die UFOs, ja, kann sein, dass es existiert oder nicht, der kennt diese Fälle nicht und dem kann man eben vorwerfen, er ist ungebildet, weil er das nicht kennt, diese Studien. Oder er lügt, wenn er sie kennen sollte. Die meisten kennen es nicht, die sind also bloß nicht gebildet. Das wissen sie an der Öffentlichkeit. Das Seltsame ist, und da sind wir wieder bei der Wissenschaftspsychologie, die Gebiete, die verfemt sind, wie zum Beispiel Parapsychologie oder UFO-Forschung, die kann man mit Behauptung wegschaffen. Und ein gestandener Wissenschaftler, der eigentlich seinen Ruf durch Begründung begründet oder festigt, der braucht hier nicht zu begründen, der braucht bloß zu behaupten, das Phänomen gibt es und dann außerdem so weit weg von diesem Stern bist, der kann nie. Und jeden Quatsch, den die da so behaupten, der wird geduldet, weil man bei Randgebieten der Wissenschaft nicht mehr begründen muss. Es ist merkwürdig, warum das geht, aber das ist so ein wissenschaftssoziologisches Phänomen. Plötzlich geht man aus der Wissenschaftlichkeit weg. Das kann man sich dann plötzlich leisten bei Randgebieten. Ich weiß nicht warum, aber so wird es ja gemacht. Und wenn Sie jetzt die Wissenschaftler, die versuchen, auch vielleicht weil jemand aus der Familie so ein Erlebnis hat oder sie haben selber so eine Sache gesehen, es gibt sogar Fälle, wo Skeptiker so einen silbernen Teller gesehen hatten und dann natürlich nicht wussten, was sie machen sollten. Und der eine Skeptiker, das war aber schon in den 70er Jahren, der hat dann geschrieben, ja, jetzt weiß ich, die Luftwaffe hat jetzt so ein tellerartiges Objekt entwickelt und kann die Schwerkraft aufheben. Das war aber in den 70er Jahren, bis jetzt ist nichts mehr gekommen. Also der arme Teufel, ob der noch Skeptiker geblieben ist, weiß ich nicht. Diese verschiedenen Verbindungen hier, ich weiß nicht, kann man doch gar nicht lesen. Also ich habe hier die Hearings aufgezeichnet, die es dann gibt, wenn die Berichte und die Sammlungen, Berichte, Sammlungen, was habe ich denn da? Und ja, auch die Tagungen, Sie können es alle besser lesen von da hinten. Dort dieses Material durchgewalzt wird, dann haben sich einige Gruppen damit beschäftigt und das zusammengefasst. Die ersten war die CIA 1953, die gesagt hat, da ist was dran, aber die Leute müssen das ja nicht wissen. Mit diesem Phänomen kann man ja Schindluder treiben, man kann so tun, als ob UFO-Welle kommt und dann drehen die alle durch. Aber dann durch diese Panik oder aufgrund der Panik kann man hintenrum dann vielleicht irgendwelche noch nicht kommunistische Länder infiltrieren oder so. Das war eigentlich auch schon vernünftig von politischer Seite her gesehen, so zu handeln, dass man in der Öffentlichkeit tut, da ist nichts dran. Vor allen Dingen, weil man ja nicht wusste, und auch jetzt noch immer nicht weiß, ist es feindlich oder ist es nicht feindlich. Und wenn man an die Öffentlichkeit geht und sagt, es gibt UFOs, dann fragt die Öffentlichkeit als erstes, tun die uns was oder tun sie uns nichts? Und dann sagt man, ja, eigentlich, sie haben noch nichts getan. Ja, tun sie denn auch in Zukunft nicht? Da wissen wir nicht. Das darf doch niemand erzählen. Also muss man tun, man hat alles im Griff und so. So ist das schon verständlich, dass also man über UFOs jedenfalls von politischer Seite nichts sagt, von militärischer. Dann gab es... Was ist denn das da? Was habe ich denn da geschrieben? Ach, dann habe ich Boston 1969 geschrieben. Da hat der Jacques Vallée, Carl Sagan, obwohl er ja ein Skeptiker war, nach der Publikation vom Conn-Bericht gemeint, man müsste
doch mit den Wissenschaftlern noch mal diskutieren. Er kannte ja verschiedene, die Material gesammelt haben, weil sich herumgesprochen hat, an diesem Phänomen ist nichts dran. Jeder hat das Vorwort gelesen, mehr nicht. Und da ist ja nichts dran. Und dann gab es eine wissenschaftliche Debatte, so hieß nachher dann auch das Buch. Und das ist das Verdienst von dem Carl Sagan, dass er da Wissenschaftler nochmal zusammengeholt hatte. Er blieb immer noch als Skeptiker da. Wenn man die Artikel von ihm liest, merkt man, informiert war er aber nicht. Also die Sachen hier, das hat er natürlich nicht gelesen, sondern eigentlich mehr aus dem Gefühl heraus auch geurteilt. Aber wenigstens ist es dann zu dieser Tagung gekommen. Dann gab es in der UNO ein Hearing 1978. Ach Gott, ja, ich hab dann noch so ein kleines Bildchen, das lasse ich bloß mal kurz aufblitzen und gehe dann weiter. Da sieht man bloß, wer es eingeleitet hat. Der Gairi von dem Zwergstaat Grenada, also der Gairi. Und man sieht hier den Heideck, Jacques Vallée und Coyne, der ein Hubschrauberpilot war. Es hat nichts bewirkt. Waltham hat auch gesagt, ja, wir können da nichts bezahlen. Also wenn es sowas, wenn es dieses Phänomen gibt, dann müsst ihr zu euren eigenen Ländern gehen und vielleicht bezahlen die es. War groß in der Presse angekündigt, ist nichts draus geworden weiter. Und dann gab es diese anderen Hearings beispielsweise im House of Lords 69, wurde auch pro und contra diskutiert, ist nichts daraus geworden. Dann, in New York haben wir 97 dann ja diese Rockefeller-Konferenz gehabt. Da ist dann bloß die Empfehlung rausgekommen, man sollte, wenn man Geld hat, soll man das dann doch vielleicht besser mal untersuchen. Aber die skeptischen Professoren, die dabei waren, waren genauso albern wie die albernsten Skeptiker. Also wenn man dann in dem Vortrag ist und man zeigt denen was und dann kommen die mit so albernen Fragen, dann versteht man gar nicht, der ist doch ein studierter Mann, wie kann der solche dummen Fragen stellen? Aber da, wie gesagt, da ist alles erlaubt. Das ist ja ein Grenzgebiet, da kann man so albern sein wie immer und wird vom Mainstream immer noch ernst genommen. Denn über so einen Quatsch wie UFOs, ein paar normale Sachen, da kann man sich bloß lustig machen, da kann man so albern sein, wie man mag. Und ja, Kometa hat auch nichts bewirkt. Sie wissen ja, das sind diese verschiedenen französischen Offiziere gewesen, die an die Regierung geschrieben hat, worauf wir vorbereitet sein müssen. Und wir sollten doch mit den Amerikanern zusammengehen, denn das Phänomen ist immer noch da. Dann, das habe ich jetzt nicht angegeben, aber ich erwähne es mal kurz, da hat ja auch der belgische, ich weiß nicht, wie er hieß, der Ministerpräsident, angefragt bei der Europa-Union, wer denn den Luftraum über Belgien so ständig verletzt. Wann war es? 1990, glaube ich, stand das, 89. Und dann hat man den berühmtesten Physiker, den Tullio Retsche, dann ausgeguckt, dass der mal rumreist in Europa, von Verteidigungsministerium zum Verteidigungsministerium, und mal guckt, ob da auch was gesehen wird und berichtet wird. Und der kam dann nach Hause, beziehungsweise nach Straßburg, und sagt, ja, das Phänomen ist da. Und der schlägt vor, das mal auf europäischer Basis zu untersuchen. Und das war dann inzwischen 1992 geworden. Er hat 13 Petitionen da eingereicht. Inzwischen gab es eine andere Regierung in Belgien. Die waren dann plötzlich gar nicht mehr dafür, dass man die Sache untersuchen sollte. Und dann haben die abgelehnt, weil der Kosovo-Krieg dann ausbrach. Und Tullio Retsche hat resigniert und gesagt, wenn die Wissenschaft nicht auf das eingeht, was die Bevölkerung interessiert, dann kann es passieren, dass man die Wissenschaftler nicht mehr ernst nimmt und dass sich die Gruppen dann ihre eigenen Walt Disney-Wissenschaftler schießt sozusagen und denen dann nachgeht. Und das ist die viel größere Gefahr, die von diesen Objekten ausgehen würde. Aber da ist auch wieder nichts draus geworden. Deswegen bin ich also ziemlich skeptisch, was diese ganze weitere Entwicklung da angeht. Hier habe ich bloß noch... Ah ja, ich lasse es mal wieder, wie gesagt, aufblitzen. Das war die Ankündigung von der Rockefeller-Konferenz, dass man also sagt,
die Forschung ist keineswegs lächerlich, sondern ist notwendig. Und naja, und wenn die Furcht vor Lächerlichkeit überwunden wird, dann sollte man doch rangehen. Aber hier habe ich, und deswegen habe ich ja das Ganze gemalt, habe ich mal aufgemalt, was denn passieren müsste, damit dieses Phänomen anerkannt wird so von der gesellschaftlichen Führungsschicht, beziehungsweise dass die Regierung einen Auftrag gibt, dass Mainstream-Wissenschaft die Sache untersucht. Das würde sie dann tun, wenn die unerklärlichen Sachen zur Kenntnis genommen werden, wenn die Arbeiten der einzelnen privaten Gruppen zur Kenntnis genommen werden, wenn viele Berichte kommen. Und dann kann nämlich Wissenschaft, Sammlung und so weiter und Presse und Fernsehanstalten beliefern. Und dann kommt das Interesse dann doch von der Bevölkerung dann rein und es wird unterstützt durch Wissenschaft. Setzt voraus, dass man, also hier in diesem Modell, dass man doch viele interessante Berichte kriegt. Und da ist ja Exopolitik mit in USA jetzt dabei, die besten Zeugen aufzutun, die so etwas bewerkstelligen könnten und ein Umdenken in der Regierung veranlassen würden. Ich bin da nicht so sicher. Hier habe ich schon mal hingezeichnet, was man dann eben macht, ist, dass die Wissenschaft sich auch an diesen privaten Untersuchungen, die jetzt ja immer noch privat sind, beteiligt, die zum Beispiel von NICAP, APRO, SUFOS, MUFOR, NEEDS, SOPEPS und Society for Scientific Exploration durchgeführt werden, was man da also kennt. Ich bin nicht so sicher, dass das gelingen wird aufgrund der Erfahrung, und zwar aufgrund der Erfahrung durch diese verschiedenen Hearings, die nichts bewirkt haben. Ich nehme an, dass dieses Phänomen erst richtig diskutiert wird. Also das ist jetzt bloß so ein Eindruck, es ist nicht zwingend, aber das ist so meine Vermutung, dass es erst zu unfreundlichen Aktionen dieser Objekte kommen muss. Entweder landen sie von sich aus und geben sich zu erkennen, das werden sie nicht tun, nach unseren Erfahrungen. Aber unfreundliche Aktionen, die haben wir schon öfters gehabt und das kann auch weitergehen. Wenn also großes Flugzeug mit 200 Leuten Besatzung nicht abgeschossen, sondern durch Rammen dann verunglückt oder sonst was, dann könnte es sein, dass die Geheimdienste auftreten oder wenn so ein Objekt gewisse Radaranlagen oder sowas, also richtig militärische, unfreundliche Aktionen macht, dann geht es zu den Geheimdiensten über die Regierung, zur Wissenschaft und dann ist die gezwungen, dann, weil es ja Geld gibt von der Regierung, aktiv zu werden. In dem Fall, glaube ich, kommt diese ganze kommt das ins Rollen, dass man die Öffentlichkeit über dieses Phänomen unterrichtet. Früher glaube ich nicht. Nun, ich habe das auch aufgezeichnet, um mal zu zeigen, dass wir alle, was wir alle tun können. Man muss ja nicht unbedingt Wissenschaftler sein, um sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Man muss bloß, wenn man sich damit beschäftigt, versuchen, die wissenschaftliche Methode anzuwenden. Der Mainstream wird die wissenschaftlichen Arbeiten natürlich jetzt nicht beachten. Vielleicht verfolgt er sie. Irgendwann geht er aber auf das ganze Material zu. Aber was man machen kann, das ist ja diese Tagung zu machen, Berichten nachzugehen. Also ich sage immer, dieser Filter war schon, der ist ja schon durchlaufen. Das ist ja nicht Wissenschaft, das gehört ja also zur Voraussetzung, dass man also sich nicht nur mit unidentifizierten Sachen noch beschäftigt und nicht noch immer herumdoktert, ist es dann vielleicht doch ein Ballon gewesen. Das meine ich jetzt nicht. Das ist auch nicht Wissenschaft. Das ist Vorfeld, gehört einfach dazu. Nein, aber was dann hier so rauskommt, da kann man vieles machen. Und
das Wesentliche ist erstmal so viel wie möglich lesen, was passiert woanders, wie kann man das zusammenbringen, welche Ähnlichkeiten gibt es da, Überschneidung oder so. Da ist also vieles zu tun und man muss von keiner Sparte, nicht von Physik oder Medizin herkommen, dass man da mitmachen kann. Zum Beispiel gibt es diese 3500 Pilotensichtung, dann diese 4000 Sammlungen, das kriegt man alles aus der Literatur raus, dann diese 150.000 UFOs im engeren Sinne, entgegen der staatlich herausgefundenen 1187, die es nun wirklich gibt, unter die kommt man nicht runter. Das müssen wir uns immer denken. Gibt es ja eben auch von sehr soliden Instituten untersucht, immerhin 150.000 unerklärte Fälle und das sind bloß ein Zehntel, wie jeder weiß, jeder Forscher weiß, von dem, was wirklich gesehen wird. Also es geht wirklich in die Millionen. Was man aber wissen sollte, das wäre die wichtigste Literatur zu kennen und da gibt es gar nicht so viel. Wir haben das mal alles uns angesehen und müssen vor allen Dingen unseren jüngeren Kollegen natürlich mitteilen, was wir glauben, was eigentlich zur Kenntnis genommen werden muss, wenn man wissenschaftlich arbeitet oder wenn man nicht wissenschaftlich arbeitet, auch was wichtig ist, eben darauf hinzuweisen. Und da habe ich eine Liste, die wird dann ausgefüllt mit vielen Hunderten von Quellen in diesem neuen Bericht 12, den MUFON in Kürze rausgeben wird. Es geht also um die Fachzeitschriften, wissenschaftliche Fachzeitschriften, die es ja wirklich gibt. Dann, und zwar im Journal for UFO Studies, das ist das wissenschaftliche Standardjournal. Da veröffentlichen bloß Fachwissenschaftler. Dann im Journal of Scientific Exploration stehen einige gute Beiträge. Das ist eine Zeitschrift für Anomalistik und sind eben auch paranormale Phänomene behandelt. Dann und UFO-Sichtung, Landung und Begegnung sind da drin. Ja, allgemeine Untersuchung. Die wichtigsten allgemeinen Zeitschriften werden angeführt. Dann haben wir einige Geheimdokumente, das sind auch wichtige, die man zur Kenntnis nehmen sollte. Interdisziplinäre wissenschaftliche Studien, ja, welche sind denn das und welche sollte man da kennen? Zur Geschichte der UFO-Sichtung, Enzyklopädie, das ist wichtig. Wenn man da eine gute Enzyklopädie hat, und da finde ich also die vom Jerome Clark hervorragend, das sind drei so dicke, große Bände über alle möglichen Fälle, die man bis zum Jahre, Mitte 80er Jahre, weiß nicht, 86 glaube ich, hat er da gesammelt und zu jedem Begriff, Kenneth Arnold beispielsweise, da steht Pro und Contra, die stehen da Abhandlungen drin, auch mit der ganz, ganz tollen Literaturliste. Diese Enzyklopädie, dann das Journal of Scientific Exploration, ein paar Bücher, also die vom Hynek, die von Jacobs vielleicht, aber also von Richard Hall vor allen Dingen und eben von Clark, das sind die wesentlichen, das ist der Grundstein. Es ist ja so, dass man keine UFO-Forschung studieren kann. Ich glaube, es gibt so ein paar verrückte Universitäten, da kann man dann alles, da kann man auch so UFO studieren, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Also ein Wissenschaftler kann UFOs nicht lernen, das muss er so nebenher machen. Und kann von seiner Ausbildung her dann da immer bloß so rüber. Was anderes ist ja nicht möglich. Es gibt so Ausnahmen, Soziologen können da von ihrem Gebiet aus da vielleicht so reinrücken, aber Soziologen kommen ja nicht an das Phänomen der UFOs ran, sondern bloß das gesellschaftliche Umfeld können sie beschreiben. Das ist ja auch nicht UFO-Forschung, sondern das ist noch, das spielt sich alles in dem Vorfeld noch ab. Aber ja, also ich wollte nur mal so ein paar Bildchen zeigen, das will ich auch schnell machen, wir wollen ja noch was Interessantes zeigen. Hier will ich Ihnen bloß andeuten, das ist eine Ecke aus meiner Bibliothek
Und da ist so die Hälfte von den UFO-Büchern, Doppelreich natürlich, drin zu sehen. Diese Reihe sind die Fälle in Deutschland, die wir nicht erklären können. Die Fälle, die wir aufklären konnten, sind also in diesem Aktenordner drin. Trotzdem behaupten wir in der Öffentlichkeit immer, ja, ja, 90% kann man aufklären. Das stimmt nicht. Das ist bloß eine Frage des Katalogisierens. Nimmt man denn leicht aufzuklärende Sachen überhaupt auf und führt die weiter in Protokollen, so wie es die CENAB macht, dann kriegt man diese umgekehrte, dann kriegt man kaum was, aber sehr viele, ich sage immer, Gold und sehr viel Kies und Sand, den man wegräumen muss. Nicht? Bei denen ist es so. Bei uns ist es eben anders und da staunen die immer, die tun so, die lufen, als ob sie bloß UFO-Fälle hat. Ja, alles andere nimmt man beim Telefon schon, weiß man doch, kann man doch schon aufklären, nimmt man überhaupt nicht zur Kenntnis. Aber mit dieser Art von Statistik arbeiten die Jungs dann immer und sagen, ja, 90% kann man aufklären. Wir lassen das mal weg und reden nicht davon, wie viel man aufklären kann. Klar, das wissen wir und so. Kommt überhaupt nicht in die Liste rein, bloß was wir nachher sammeln. Davon kann man dann wenig aufklären noch. Das ist dann bloß durch Zufall. Dann da oben, das ist die Sammlung, das gebe ich jetzt hier schon mal an, aus diesen 12 Aktenordnern mit einigen 1000, vielleicht so 10.000 Blättern, Radarprotokollen will ich Ihnen da ein paar Sachen nachher raus zeigen. Die meisten UFO-Bücher sind nicht so interessant. Viel interessanter sind Zeitschriften, wo Fälle berichtet werden. Also Flying Saucer Review war früher mal ganz gut. Dann war auch natürlich unsere MUFON-Zeitschrift und das SUFOS UFO Journal in Ordnung und empfehlenswert. Da habe ich die Bücher bloß noch mal gezeigt, aus denen die 1187 Fälle raus sind. Das sind Kurzfassungen. Das hier von der Akademie der Wissenschaft der UdSSR. Das hier über die 443 UFO-Sichtungen vom Barthel Memorial Institut. Naja, und da unten dann von der Japan. Und das ist das berühmte Kundenbuch. Die wissenschaftlichen Zeitschriften, die ich genannt habe, das sind diese, dieses Journal for UFO Studies und dann hier das Journal of Scientific Exploration. Und die sah früher mal anders aus. Ach so, hier die Rückseite, naja, das ist dasselbe nochmal. Ich will, also das lasse ich jetzt bloß so durchhuschen, sonst fehlt uns die Zeit. Bloß damit Sie sehen, was da drin ist. Das sind wissenschaftliche Berichte, zum Beispiel im UFOS, über, nehmen wir mal irgendwas, zum Beispiel Abduction Papers, oder ich nehme mal den Ballard, die wichtigste überhaupt, wenn man über UFO-Forschung geht, muss man alle Bücher von dem kennen, denn der ist vom Fach. Also hier Hypnosis und UFO Abductions und folklorische Dimension des UFO-Phänomens, False Memories und so. Also bloß mal kurz angedeutet, das ist wissenschaftliche UFO-Literatur. Das ist vielleicht auch nochmal, ach so, das, ja, ach, das habe ich bloß gemacht, weil da eine Analyse auch unseres Falles drin ist. Also eine Analyse über den Fall von Rudi Nagora. Da haben ja auch so einige Skeptiker so schnell geurteilt, ist eine Radkappe, die in Wirklichkeit hat das natürlich eine ganz andere Form gehabt als rund. Und da ist das auf 40 Seiten analysiert worden. Und ich meine, da haben es Leute dann, die sagen, wir bleiben bei Radkappe natürlich leichter, da brauchen sie nicht. Ach gut, nee, das will ich nicht mehr weiter vorführen. Und Beiträge zur UFO-Forschung, ah, das sind Beiträge aus dem Journal of Scientific Exploration, wer es nicht kennt, aber Sie sehen hier, die Namen der UFO-Forscher tauchen immer wieder auf. Es geht dann über Roswell, Anatomie eines Mythos, also schon kritisch eben auch. Ja,
könnte, ach ja, bloß das hier nochmal zeigen. Da haben wir zum Beispiel, da kommen wir drin vor, von Bruce McAbee, der hat eine Analyse, das braucht man dann später, eines Radarfalles angegeben, den ich auch vorgetragen habe, da in New York, und wo einer der Professoren, der sich mit Radar auskannte, der Professor Eshelman, gesagt hatte, ach, das sind Überreichweiten, Inversionsschichten, das kann man alles erklären. Dann habe ich gesagt, Mensch, wir können ja nicht jeden einzelnen Fall da so untersuchen, so ausführlich, aber einen machen wir exemplarisch. Und das stand denn hier drin, der fragte noch, ob ich mit dabei sein will. Ich sagte, nee, Sie machen ja die Rechnung und da gehe ich nicht aus. Dann hat das der McAbee gebracht. Aber das ist eben einer der Fälle, von die ich nachher Ihnen zeigen will. Und da steht das drin, dass es nicht so ist, wie Skeptiker eben meinen. So ist es mir nicht zu erklären. Und so sehen die wissenschaftlichen, nicht die wissenschaftlichen, sondern die allgemein empfehlenswerten Zeitschriften aus. Früher gab es da, naja, das ist da unten, Just Cause, das habe ich jetzt nicht mehr. Diese International UFO Reporter ist sehr gut, das ist jetzt IUR, hat jetzt so zum Beispiel dieses Format. Dann ist sehr wichtig Flying Saucer Review, weil Pro und Contra und alles Mögliche da ausgetauscht wird. Dann, da gibt es die Case Histories über interessante Dinge. Flying Saucer Review hat jetzt so dieses Aussehen. Naja, ich will es bloß andeuten. Sonst halten wir uns zu sehr auf. Vielleicht nochmal, die beste französische Zeitschrift ist Dans la Nuit. Und die beste belgische ist das Infospace. Naja, eine andere französische Zeitschrift. Leider kann ich nicht gut Französisch, sodass man das nicht halten kann. Ich habe die Sachen auch, aber das dauert unendlich lange, bis man sich dann da durchgelesen hat. So geht es mir mit Russisch auch, habe ich mal gelernt und wieder vergessen. Ja, dann habe ich hier noch andere Sachen, die will ich Ihnen dann lieber nicht zeigen, um jetzt mal weiter ranzugehen. Ach so, ja doch, diese wissenschaftlichen Werke möchte ich Ihnen auch zeigen, weil nämlich da auch unser MUFON-Band erwähnt wird, hier das Ding. Das ist eins der wesentlichen Bücher. Dieses Ding ist 1964 allen Kongressabgeordneten auf den Tisch gepackt worden. Hat auch nichts bewirkt. Also es ist ein zähes Unterfangen, Leute zu überzeugen von dem Phänomen. Das sind dann hier verschiedene andere Proceedings, die wichtig sind. So sieht das letzte UFO-Symposium Proceedings von MUFON aus. Das Logo sieht jetzt auch anders aus, als wir es früher hatten. Naja, und für dieses Buch von MUFON, da habe ich mal 50 Euro dann bei Amazon bezahlen müssen, um mein eigenes Buch dann nochmal ranzuholen. Das andere war schon zerfleddert. Also nimmt schon ein bisschen im Wert zu, diese Literatur. So, das war so ein Blick in die Literatur. Und um zu demonstrieren, was man so machen könnte, wenn man nicht ein spezieller, ausgebildeter Wissenschaftler ist oder ein Wissenschaftler ist und trotzdem an dieser Sache weiterarbeiten will, man kann eben statistisch arbeiten, man kann die Zusammensetzung der Zeugen feststellen, die Dauer, wie das Objekt, ja, ich glaube, das ist nicht scharf genug. Oder? Ach, das geht. Mal sehen, dass wir da weiterkommen. Also diese Sachen kann jeder machen, wenn er Literatur hat. Also diese Statistiken durchführen. Oder ich gehe jetzt mal bloß auf einen, nicht Fall, aber so ein Ereignis ein, nämlich am Hudson Valley Tal. Da haben zwischen 1982 und 1995 viele tausend Menschen die Objekte gesehen, hauptsächlich dreieckförmige, und 7.231 Personen sind persönlich befragt worden. Und da gab es also verschiedene Typen, also hier, das ist dann hier die Zusammenstellung, CE1, also Close Encounter, dass da bloß diese Objekte nahe kommen, waren natürlich die meisten. Es gab aber auch die Entführungsfälle, 90 davon.
und wann es stattfand, ist denn da unten. Also ich will ja gar nicht so weit eingehen. Also zwischen 21 und 22 Uhr wurden die meisten Objekte gesichtet. Was man dann auch noch, was ich als sehr interessant empfunden habe, andere können es auch als interessant sehen, von den 7046 befragten Personen geben immerhin 17% an, dass das Objekt plötzlich verschwunden ist. Das sind also doch 700 Leute etwa. Oder, wenn man die noch dazu sieht, oder es ist zusammengeschrumpft plötzlich vor den Augen. Also etwas, wenn man das nicht berücksichtigt, dann geht man in eine ganz falsche theoretische Annäherung. Dann sagt man, das ist so ein MHD-angetriebenes künstliches Objekt. So einfach, wie wir uns das früher alle mal vorgestellt haben, ist dieses UFO-Phänomen ja nicht. Das ist viel zu anthropomorph. Früher haben wir vor 40 Jahren immer gedacht, das ist so ein Teller, der hat einen besonderen Antrieb, vielleicht Gravitationsantrieb. Aber wenn dann beobachtet wird und eben mit vielen Hunderten von Leuten, dass die Sache einfach ins Nichts verschwindet, dann muss man da wieder ein bisschen umdenken. Und finde ich, was man auch machen sollte, das ist so richtig ein Arbeitsprogramm, man sollte, wenn man Fotos von oder wenn man Bilder überhaupt von diesen Phänomenen hat, versuchen, wo das gleiche Objekt nochmal gesehen wurde. Bei einfachen Tellern oder Kugeln ist es ja wurscht. Das meine ich nicht, sondern bei besonderen Formen. Also zum Beispiel einer Form, wie es hier, das ist der Richard Haynes und das ist der Nagora und das ist einer von uns. Und der hat ihn durch das NASA-Programm die 12 Fotos laufen lassen, das die Form bestimmt. Und da sieht das dann eben so aus. Und das haben wir noch nirgendwo in der Presse gesehen bis zum Jahr 2008. Da hat sich jemand gemeldet aus Göttingen und der sagte, ja, dieses Objekt, hier sehen Sie, hat es schon 1999 gesehen, sagte, das sah so aus wie so ein Gitarrenplektrum. Und da, hier ist nochmal das Bild vom Nagora. Und sowas dann zu haben, dass das also bei zwei verschiedenen Orten, zu zwei verschiedenen Zeiten, wo keiner den anderen kennt und dessen Sichtung, wenn man sowas rausfindet, finde ich, ist das immer interessant. Und man kann dann danach fragen, wo ist das Zeug dann so lange geblieben? In der Zwischenzeit, zeige ich Ihnen das hier bloß nochmal, denn das ist eine Seite aus unserem neuen Bericht, wieder diesem Bericht 12, MUFON-Bericht. Da in der Weise geben wir die Sachen immer alle an und verweisen dann auch, wie hier, auf Haynes, Zufalls mit Z, naja, so findet man noch nachträglich die Fehler. In diesem Hudson Valley-Tal, wo diese 7000 Sichtungen gewesen sind, da hat sich einmal so ein riesiges Objekt von 100 Meter von da bis da gezeigt. Und das Interessante ist nun, dass 9 Jahre später in Magdeburg dasselbe gesehen wurde. Von 15 Personen. Und die sagen 200 bis 500 Meter, die da oben haben 200 bis 300 Meter Länge gesagt. Aber wenn Sie genau hingucken, dann ist das eigentlich so dasselbe aus einer verschiedenen Perspektive beobachtet. Sowas ist eigentlich doch hochinteressant. Sowas kann man mit den Daten machen. Noch ein anderes Beispiel. Wir hatten den Professor Khalilov, das ist ein Erdbebenforscher bei uns, der in Baku ein Objekt aufgenommen hat. Und das hat er dann durch Computerrechnung, hat er die Form rausgebracht, dass die so aussahen. Da haben wir uns erinnert, das hatten wir ja eigentlich in unseren Daten auch mal so ein Objekt. Eine Kugel,
die dann mit von so einem Viereck da, wie dies da, von so einem Kasten dann begleitet wurde. Da haben wir gesagt, das ist ganz irre, das ist doch kein UFO oder was, weil man immer schon die Vorstellung hat, wie so ein UFO aussehen muss. Nee, irgendeine Form, die man nicht erklären kann eben. Und die ist also dann dort auch gesehen. So beweist sich das eine gegen das andere Phänomen, beziehungsweise unterstützt dann die Sache. Nochmal ein Beispiel, und zwar haben zwei Polizisten 10 Aufnahmen gemacht in Costa Rica, das war 1992. Oh, es ist nicht gut zu sehen, wieder die Farbe. Aber dasselbe Ding, das ist von Barney und Betty Hill beschrieben worden, also riesiges Fenster wie das da vorne und zwei Lichter wie da und da sind also Lichter, so hat das der Barney oder Betty, also einer von beiden, auch geschildert und das ist das von der Betty Hill, ja. Und dieses Ding ist dann in Magdeburg aufgetreten, wann war das dann, 1990, 91, ich weiß nicht, wo es steht. Und da hat das eine Frau, die war 75 Jahre, in der Weise gezeichnet. Auch ein riesiges Fenster, dahinter irgendwie so Menschen, wie das da Barney Hill auch gezeichnet hat. Zwei Lichter und naja, also, aber Sie verstehen, was ich meine. Denn diese Phänomene werden ja nicht im Fernsehen gezeigt als UFO. Und da werden ja bloß diese Teller und andere Modelle gezeigt. Aber das hier, wenn das verschieden auftritt, dann beweist sich das wieder gegenseitig. Und hier noch eine andere Sache, dann lassen wir das sein. Wir hatten früher mal so ein Video bekommen, das zeigte irres Zeug. Also irgendeine Form, die sich immer änderte und dazwischen tauchten immer Lichter auf. Erst die zwei Zeugen in Duisburg haben gesagt, das Ding war etwa 20 Meter entfernt. Als sie es gesehen haben, gefilmt worden, war es ein bisschen weiter weg. Hier waren dann immer Lichter, also ich habe es abgefilmt vom Bildschirm, das war nicht sehr gut. Aber bei YouTube finden Sie das Gleiche, was, glaube ich, in Spanien gesehen wurde. Ich weiß aber nicht mehr den Ort, das habe ich jetzt bloß gerade noch so zusammengestellt, deswegen fehlt mir diese Angabe für den Ort. Das war am 26. August 2008. Und das ist hochinteressant, wenn man sieht, wie da die Form sich ändert und die Lichter kommen. Also die wissen nichts von, die Spanier, nichts von der Sichtung in Duisburg. Nicht? Also das wäre interessant, immer so nachzugucken, was man machen kann. Allerdings, also wenn man nicht Wissenschaftler ist, und trotzdem. Also ich habe das YouTube-Video gesehen und die erste Assoziation, die ich so hatte, wäre halt so ein Bündel von diesen Luftballon, die es halt im Freizeitpark oder ja, ja. Ja, das. Ja. Die Lichter da drin, die sahen aus, als würde sich einfach nur so ins Licht drehen. Ja, das wären die Schuhe. Haben die auch gesagt, das ist irgend so ein. Aber die Lichter sind nicht Reflexionen. Wenn es die Lichter, bei dem anderen Zeug in Duisburg waren es wirklich Lichter. Das ist ja 19 Uhr gewesen und da ist nicht, die Sonne war nicht mehr da. Da hat das nicht reflektiert. Und dann kann man sehen, ob es das gleiche ist oder nicht. Gut, aber es ist bloß mal so ein Modell. Also ich wollte ja bloß mal ein paar Ähnlichkeiten zeigen. Vielleicht ist das eine doch zu erklären, aber es sieht eigentlich genauso aus wie das in Duisburg. Man müsste mit den Zeugen reden, man kann nicht vom Weiten da so argumentieren. Das ist natürlich klar. Was nun aber wirklich die UFO-Forschung angeht, dazu braucht man Experten, die in Mathematik, Physik, Chemie, Medizin und Biologie richtig ausgebildet sind. Und dann muss immer der Mann, der zu anderen Disziplin gehört, beiseite stehen und zum Beispiel auf die anderen dann hören, wie zum Beispiel ein Mathematiker, der gefragt ist, wenn es um über diese Sichtungshäufung in Frankreich 1954 geht, wenn man davon ausgeht, eigentlich müssten, wenn das Phänomen nicht echt ist, erwarten, dass an dem Tag mal da einer was berichtet und da jemand was sieht, also ganz verstreut was sieht. Dann haben sich darauf geeinigt, die Mathematiker, einen kleinen Korridor, zum Beispiel hier
anzunehmen. Hier ist es nochmal so angedeutet, das ist dann durch Kreissegmente so abgebildet. Na jedenfalls, dass man sagen kann, wir gucken nur, was in diesem kleinen Segment 1,5 Grad bezogen auf die ganze Umgebung hier, also dann drin liegen müsste, wenn die Beobachtungen statistisch verteilt sind. Und das wird durch so eine Binomialverteilung dann so angegeben, also so eine binomische Verteilung. Wenn man hier annimmt, dass von 5 Punkten 5 auf dieser Gerade liegen, beobachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passiert, so etwa so 10 hoch minus 6, also doch sehr unwahrscheinlich. Wenn man aber annimmt, dass es 6 Punkte sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passiert, schon 10 hoch minus 8, also völlig unwahrscheinlich. So kann man also Mathematik da einbringen. Bloß als Beispiel, dann der Biologe, wo der Mathematiker wieder draußen zu bleiben hat, hat beispielsweise, wie der Simakow vorgeführt hat, hat Bodenanalysen gemacht. Hier einfach diese ganze Fläche bzw. dieses Gebiet unterteilt, so Schachbrettartig, und aus jedem dieser kleinen Gebiete Bodenproben entnommen, und zwar gegraben und dann hier aus der, naja, das ist angedeutet, ich will nicht zu weit ins Detail gehen, und hat dann festgestellt, und zwar an 9 Stellen, Landestellen, dass in einem bestimmten Muster, was eben so spiralig ist, die Bodenbakterien auch 10 Jahre später nicht mehr existieren, obwohl nicht zu sehen ist und nicht zu messen ist, weder an Strahlung noch an Feldern, nichts unterscheidet die. Und trotzdem ist da irgend noch was geblieben, was eben Lebewesen hindert, zu existieren. Oder wenn man jetzt diese Landestelle untersucht, da ist der Chemiker gefragt. Das ist in Delphos gewesen, 1971, wo so ein Objekt dicht über dem Boden gestanden ist, so 60 cm. Und dann gab es hier so einen Abdruck, vielleicht erzählt der Kettmann noch ein bisschen ausführlicher drüber, deswegen deute ich es bloß an, das ist der Zeuge gewesen. Hinterher kamen noch seine Eltern, die es auch noch wegfliegen gesehen haben. Aber wichtig ist, der Boden hat geleuchtet und die Zeugen haben dann, das hier ist dann später aufgenommen worden, hier sieht man, da wächst nichts in diesem Gebiet, in dem Rand, während in der Umgebung daneben doch was wächst. Es musste nun geklärt werden, weil die Zeugen da das angefasst hatten und plötzlich so ein anästhetisches Gefühl hatte, so ein Taubheitsgefühl. Ich dachte erst, das wäre zu tiefe Temperatur, es könnte auch immer noch sein, da sind die nicht drauf gekommen. Aber man muss dann erklären, und da ist bloß der Chemiker gefragt, da müssen alle anderen wieder draußen bleiben, wie kommt zum Beispiel die Wasserabstoßung zustande, wie kommt dieses Anästhetische, wie kommen die Effekte zustande, welche Moleküle machen das und wie kommt die Chemolumineszenz zustande. Und man muss nun gucken, welche Moleküle sowas machen, die alle diese drei Eigenschaften haben. Das ist ja bloß angedeutet, bloß um zu zeigen, wir anderen, die nicht professionelle Chemiker sind, können dazu eben nichts sagen. Aber man braucht solche Leute und sie sehen damit, dass man natürlich eine interdisziplinäre Studie braucht. Der Biologe kann sich dann wieder nicht vorstellen, wie so solche Erscheinungen zustande kommen. Leider nicht in Deutschland, sondern das muss man alles von der ganzen Welt suchen. Und gerade diese physikalischen Wechselwirkungen sind in letzter Zeit doch sehr dünn geworden. Oder wieso dann hier so eine Art Wind auftritt oder hier. Wieso denn da was leuchten kann und darunter nochmal so verstärkte Lumineszenz kommt. Da sind dann wieder Physiker dran. Und um so ein Beispiel zu geben, dass man da nur als theoretischer Physiker ein bisschen weiterkommt, zeige ich Ihnen diese Sichtung, die schon 1974 gemacht wurde bei Lomé in Togo, Westafrika. Da saß ein Paar
und hat gesehen, dass da so Wellenberge standen. Sie standen da, sie liefen nicht auseinander. Das könnte man ja annehmen, wenn man so eine Momentanaufnahme sieht. Nein, sie standen so. Das heißt, da wurde doch offensichtlich immer mal das Wasser runtergedrückt, wieder angehoben, runtergedrückt, angehoben. Also es sieht dann so aus, wie wenn man dieses Muster annehmen muss. Ja, und ein theoretischer Physiker, das ist unser Professor Auerbach, wollte nicht das erklären, bloß der kommt auf solche Feldverteilung, wenn man künstlich Gravitation erzeugen will und das durch zwei gegenläufige Magneten macht. Dann gibt es nämlich diese merkwürdige Feldverteilung und das ist die, die dieser anderen da so in etwa entspricht. Bloß die Bilder sind natürlich mit einer Skalierung gemalt. Also einmal die Wellentäler und dann wieder die Wellenberge. So würde man das Zeug erklären. Bloß mal jetzt als Andeutung, warum wirklich und was Wissenschaftler dann wirklich messen können und müssten. Dann hat man durch zum Beispiel wieder was anderes. Das war jetzt eben Gravitationseffekt. Jetzt haben wir festgestellt, dass diese Objekte auch sehr, sehr starke Magnetfelder um sich haben. Ja, warum denn das? Auch da kann wieder der Chemiker nichts dazu sagen. Aber wenn man weiß, hier durch geomagnetische Station, dass am Ort des Objektes, das sind hier die geomagnetischen Stationen in Frankreich, die, wo ist das Ding denn? So rum, oder? Ja. Die mindestens 43 Kilometer entfernt waren und dann eben noch weiter, die diese Dipolstrahlung aufgenommen hatten, wurden also mal Peaks angezeigt und haben jetzt, also die Leute, die das gemessen haben, haben dann weitergeschlossen, wie hoch die Magnetfeldstärke am Ort war und kamen dann auf 1 Million Gauss, also in 1 Million stärker als Erdmagnetfeld, beziehungsweise 50 Tesla, wie man ja heute das sagt dazu. Und ja, jetzt, wie erklärt man sich das? Und dann stehen die meisten natürlich auch da und sagen, der dick mir Wunder, lieber, glaube ich es nicht, das gibt es ja gar nicht, wie soll denn dieses Magnetfeld so hochkommen? Und wenn man dann aber einer bestimmten Theorie folgt, dass in einem sehr, sehr starken Magnetfeld ein rotierender Ring plötzlich so eine Kraft nach oben erfährt und man dann erklären kann, dass man mindestens so einige hunderttausend Gauss beziehungsweise 1 Million braucht, dass dieser Effekt überhaupt bloß zu messen ist, dann könnte man also wieder diese UFO-Beobachtung bestätigen. Warum man das nie gemessen hat, das wird deutlich, wenn man sieht, wie nichtlinear dieser Effekt ist. Das heißt, wie viel sind das hier? Bei 20.000 Gauss, das ist so etwas, was man gut erzeugen kann und es geht bis zu 200.000, 300.000 Gauss, da hört es auf, das kann man dann schon nicht mehr machen. Diese 300.000 Gauss braucht man bei den Teilchenbeschleunigern. Also bis hierhin, wo ich rot angemalt habe, das kann man so gerade erzeugen. Da ist der Effekt aber, die Newton, die Kraft, die nach oben wirkt, so gering, 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 2, hier wird gerade dann nachweisbar. Aber hier oben, wo man dann bei einer Tonne ist, da braucht man schon diese 1 Million Gauss, aber dann kriegt man auch schon eine Tonne Auftrieb. Und jetzt ist also die Frage bei uns, wann macht man dieses Experiment und wann registriert man das? Im Moment sind sie in den USA dabei, gerade in diesem Bereich diesen Effekt erstmal festzustellen. Wenn der festgestellt ist, kann man weitermachen. Also daran wollte ich bloß zeigen, ist die Richtung bloß angegeben, wo die Wissenschaft wirklich einsetzen muss und wo noch vieles zu machen ist. Wir brauchen die. Allein kann man das nicht alles lösen. Nun habe ich da vorhin, vielleicht habe ich das noch hier,
Ist ja egal, also sparen wir uns. Jetzt komme ich nämlich dann zu interessanteren Dingen. Die UFO-Forschung, wollte ich sagen, geht also dahin, dass man zusammenarbeiten muss mit Mathematikern, Chemikern, Biologen, mit Physikern und mit Radartechnikern, mit Flugzeugtechnikern. Aber, wie Sie merken, wenn ich das aufzähle, Astronomen bleiben weg. Das ist aber das Witzige, dass die meisten Menschen denken, ja, die Astronomen, die sind ja dafür zuständig, für diese UFO-Forschung, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Die im Vorfeld vielleicht, bei der Klärung, ob es ein UFO ist oder nicht, aber wenn die Dinger erstmal da sind und wenn man rankommt und die physikalischen Wechselwirkungen anguckt, ist ein Astronom nicht mehr gefragt. Das ist der Witz, weil sich die Astronomen zuständig fühlen, wie der Lesch etwa, da über UFOs dann, das die Bevölkerung aufzuklären. Im Vorfeld kann er sagen, was das alles nicht ist, aber mit dem Phänomen hat er nichts zu schaffen. Ich will Ihnen noch ein paar Sachen zeigen, ohne dass man das irgendwie abbrechen sollte. Ich will an die Radardaten gehen und Ihnen erstmal ganz allgemein etwas vorführen, was Sie wissen sollten. Die Objekte sind und wurden schon immer auf Radar gesehen und da kommt der Begriff UFO ja her. Das ist ja ein militärischer Begriff, wie ich schon sagte. Und die radarvisuellen Fälle sind ja die wichtigsten überhaupt, ob das nun mit Radar von Bord aus aufgenommen wird oder Radar vom Boden oder von Bord einer Maschine aus und wenn dann noch von Grund aus oder vom Flugzeug aus dann noch visuell beobachtet wird, ist es dann noch interessanter und bestätigender. Aber man muss ein bisschen wissen, wie sehen die Sachen aus. Früher, das war hier 1979, da haben wir mal Daten gekriegt, ganze Filme, da von Flughafen München-Riem. Und das war also so ein Primärradarbild, wo man die einzelnen Transponder-Signale, also die Signale, wo ein Flugzeug sich meldet mit Sender und seine Höhe angibt und natürlich die Identifikation, wo er fliegt, sieht man ja hier. Das war dann alle ein paar Sekunden, nämlich je nachdem, wie schnell die Radarschüssel sich drehte dieses Gebiet umstrichen hat, ist dann ein Punkt abgebildet worden und dann kann man aus dieser Punktlinie dann richtig die Spur verfolgen. Was da hier zu sehen war, das sind Vögelschwärme. Und die sind so stark und werden hier noch viel, viel stärker, dass man also dann dieses Gebiet ausgeblendet hat. Diese Reflexion sind die Alpen und da ist ein Hubschrauber, der in Eichstätt hochkommt. Das sind hier Wolken. Naja, also da, man muss das ein bisschen kennen. Aber da hat sich so viel jetzt geändert, dass man über Computer und Zusammenschaltung verschiedener Radarstationen nun ganz andere Aufnahmen kriegt, wie man heute so ein Bild erhält. Das sehen Sie zum Beispiel bei dieser Übersichtsdarstellung. Ich muss immer nach oben gehen. Na, und man kann die einzelnen Kernkraftwerke da einzeichnen. Sie sehen ja, dass hier Tschechei ist, die Schweiz, Oberitalien, aber eben auch Süddeutschland. Dann kann man die Spuren sukzessive einblenden über identifizierbare Objekte, unidentifizierbare Objekte. Ja, also das will ich Ihnen bloß so sagen, sollten Sie bloß sehen, wie das aussieht. Wenn man am Tage, und zwar ist das glaube ich bloß eine halbe Stunde lang, von 11.30 Uhr bis 12 Uhr die normalen Fluglinien sieht, dann fangen die irgendwo an, wo sich gerade das Flugzeug befindet und sind dann in einer halben Stunde bis dahin gekommen und da sehen Sie, alle 10 Sekunden wird da so ein Punkt abgebildet, alle Minute ist dann so ein Kästchen da,
was die Schweiz überfliegt, ist blau, was nicht überfliegt, ist schwarz. Also wenn man bei Tage nach UFOs sucht, also nach merkwürdigen Spuren, das kann man sich schenken, das geht so nicht. Und da hat ein Fluglotse, von dem wir diese Sachen hier haben, gesagt, er beobachtet die Spuren nur nachts. Und dann sind viel weniger Flugzeuge unterwegs. Das sieht man dann auch. Hier geht gerade was los. Und das sind also wieder identifizierbare Objekte. Der ist wieder blau, weil er die Schweiz überfliegt. So. Wenn man so ein übersichtliches Bild hat, dann kann man erwarten, dass da doch viel zu finden ist. Das ist aber eine Darstellung gewesen über eine halbe Stunde. Wenn man eine Momentanaufnahme macht, dann kann man dieses Bild sich anschauen. Und hier sind militärische Maschinen zu sehen. Die nicht identifizierten oder noch nicht identifizierten sind hier blau geschrieben und zivile Identifizierte sind gelb. Naja, da muss man sich so reinfinden, aber das ist noch nicht so interessant. Aber ich will Ihnen bloß zeigen, welche Darstellungsmöglichkeiten man hat. Dann will ich Ihnen zeigen, wie zum Beispiel ein Ballon aussieht. Ein Ballon, der hier lang fliegt, der hat nicht so eine schöne Linie. Denn manchmal reflektiert er nicht. Alle identifizierbaren Spuren sind ausgeblendet, die nicht identifizierbaren sind noch da. Und da sehen Sie, es sind hier immer noch mal ein paar, wie dann man sagt, so Radar-Angels, die bloß ein paar Mal auftauchen und dann wieder zurückgehen, durch ionisierte Luft oder durch Turbulenzen. Da wird sowas mal angezeigt, aber da baut man keine Spur auf. Das ist so ein Ballon, der so langsam rumzuckelt. Dann kann man beispielsweise so Überreichweiten feststellen. Die muss man auch ausblenden. Wenn beispielsweise die Wettersituation so ist, durch Inversionsschichten, dass die Berge, die alle über 1100 Meter in der Schweiz, ist das hier zu sehen sind, plötzlich ein Radarecho machen, dann rührt das daher, man hat das Moving Target Indication, also diesen Zustand, immer eingeschaltet, dass nur Objekte, die sich bewegen, angezeigt werden, sonst und zwar mit einer bestimmten Geschwindigkeit, so 50 Stundenkilometer etwa, damit man nicht auch noch irgendwelche anderen sich bewegenden Objekte aufnimmt. Aber bei Inversionsschichten fangen, wie bei der Luftzirkulation, mit der heißen Luft, die Spitzen an so zu wackeln, die Bergspitzen, die hohen. Und dann denkt das System, aha, das bewegt sich. Und dann werden diese Sachen abgebildet und das sieht dann so irre aus. Also das ist es auch nicht. Das ist auch ein UFO, habe ich Ihnen jetzt noch gar nicht gezeigt. Und auch hier ist es noch nichts, sondern bloß so verschiedene Typen mal von Flugzeugen sehen. Das ist hier so ein Ultraleichtflieger. Der macht so kleine, fliegt so enge Kurven und fliegt dann hoch. Sieht also, naja, so oder so aus, dass er da so ein paar enge Kürfchen fliegen kann. Kann man auch unterscheiden. Die haben nämlich meist keinen Transponder und erscheinen dann als zunächst mal als nicht identifiziert und werden dieser militärischen Radar-Auswertung übergeben. Und dann tauchen nun auch mal ganz verschiedene Echos auf und man muss auch die erklären können. Das ist jetzt so der Chiemsee, also das hat da nichts mit UFO zu tun. Aber diese Dinge hier etwa, da tauchen immer wieder diese Echos auf und da weiß so ein versierter Radarspezialist, da gibt es Fabriken, da werden irgendwelche Schlacken abgekippt und in der Atmosphäre sammelt sich dann Eisenstaub oder jedenfalls irgendwelche Metallstäube, die reflektieren dann und werden dann in der Weise immer angegeben, so als Echos. Das ist es auch nicht. Und es gibt die verschiedensten Sachen über Interferenzen, und das will ich jetzt gar nicht Ihnen dann noch zeigen. Und dann gibt es militärische
oder Leichtflugzeuge, die enge Kurven fliegen können. Das sieht dann so etwas verrückt aus, aber nicht verrückt genug. Das kommt jetzt. Und zwar haben wir, ich habe vorhin ja gezeigt, diese Aktenordner da mit dem Material ausgewertet von dem Fluglotsen, dem militärischen, der seine Chefs gefragt hatte, können wir da nicht endlich mal dahinter hergehen und gucken, was das alles ist? Nö, haben wir keinen Auftrag für. Haben auch kein Material und Geld erst recht nicht. Aber wenn Sie jemanden haben, der es analysieren kann, dann gut, dann machen Sie das mal, wenn es nichts kostet und wenn Sie da so Spaß dran haben. Naja, und jetzt hat er also nächtelang die Sachen kopiert und abgelegt und dann versucht zu analysieren und stellt fest, zwischen den Jahren 1993 bis 1996, bei diesen schwarzen Punkten, das sind immer hier die Monate und da die Tage des Monats, haben sich in diesen Fällen, wo man die schwarzen Sachen gezeigt, die man nicht erklären kann. Natürlich, also die unidentifizierte Spuren sind, dann muss man nach einer Weile der Arbeit dann einiges dann aufklären können, wie zum Beispiel mit diesen Überreichweiten, wo ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass da die Berge das Wackeln anfangen bei Invasionswetterlagen. Aber manche kann er nicht auswerten, das sind dann hier diese Rumpen. Aber Sie sehen da, es gibt doch ein bisschen mehr UFO-Sichtung jährlich, als man normalerweise so annimmt. Und zwar ist das auf dem Gebiet nicht bloß Schweiz, sondern Süddeutschland, Oberitalien, Frankreich, Tschechei, Österreich, auf diesem Gebiet bezogen. Da haben sich immerhin so viele Sachen gezeigt. Wir waren ganz, ganz erschlagen, dass es doch so viel ist. Und das ist alles nicht groß geheim, da kann man immer noch drüber reden. Da sehen Sie wieder diese üblichen Sachen, wo die Industrie in Frankreich ist. Das ist nicht gemeint. Und nun kann man, wenn man das ein bisschen besser analysiert, kann man da näher rangehen, also mit einer anderen Einstellung und Rechnereinstellung. Und kann nun die verschiedensten Formen da erkunden. Denn das sind bloß wieder, wie oben steht, alles nicht identifizierte Flugwege. Ja, was ist denn das da gewesen? Jetzt kann man also das ein bisschen vergrößern und kriegt dann so eine Flugbahn raus, die schon nicht mehr so gerade wie diese die Zivilflugzeuge fliegen, aussieht, sondern ein bisschen seltsam. Man kann dazu die Zeiten ausdrucken, aber ist noch nicht so überzeugend, diese Spur. Wollen wir noch sehen. Da spielt sich hier im Raum, Sie sehen da in der Schweiz, in der Nähe von Aschaffenburg, hier ist Aschaffenburg, da spielt sich irgendwas ab. Na, dann geht mal an die Sache ran und bläht das ein bisschen auf und guckt mal, was da ist. Und dann sieht das nicht nach Flugzeugspuren aus und kann dann noch weiter rangehen, vergrößern. Dann sieht so aus. Und wenn man jetzt detailliert nochmal nachforscht und nicht bloß von diese ganze Zeit von 0 bis 5 Uhr das Ganze anguckt, sondern in einem kurzen Zeitintervall, dann werden die nicht identifizierbaren Spuren schon etwas deutlicher. Also Sie sehen, es bedeutet, alle 10 Sekunden wird hier ein Punkt abgebildet. Das fliegt mit einer Geschwindigkeit, ja, nun kann man da runtergehen und sieht also 2 Kilometer pro 10 Sekunden, muss man dann umrechnen, wie viel es ist. Hier wird er langsamer, da schlägt er so einen Haken, dann wird er hier wieder langsamer, ist noch nicht so
so interessant, aber ein Flugzeug ist das schon mal nicht. Und nun ein bisschen später, ist immer noch dasselbe Ding, selbe Gegend, aber etwas später zappelt das dann so rum, hier ist es langsam, dann ist es ganz schnell, dann fliegt es wieder zurück, ganz schnell, dann ist es wieder ein bisschen langsamer. Also so kann man an die Sachen so allmählich herankommen. Und Sie werden jetzt schon sehen, wenn Sie das immer vergleichen mit dem, was wir vorhin gesehen haben als Flugzeuge, das scheint doch kein Flugzeug zu sein, denn so fliegen die Dinger nicht. Alle 10 Sekunden sieht man den Ort, wo er sich jetzt aufhält. Dann macht er aber so seltsame Bewegungen, dass man doch staunt, was es ist. Oder hier kommen jetzt, wenn man diese Sache wieder auflöst, das war hier zwischen 4 und 5 Uhr, und was jetzt zu sehen ist, ist eine Aufnahme, die endet um 2.47 Uhr und ist wohl eine halbe Stunde lang belichtet. Da sehen Sie, dass aus diesem zeitlich zusammengefassten Bild nun, wenn man jetzt hier so Einzelaufnahmen macht, doch was ganz Interessantes rauskommt. Diese Bahn hier fliegt kein Flugzeug. Und das da auch nicht. Das sind drei Objekte, drei verschiedene. Der macht hier dann plötzlich so ein 180 Return. Und immer noch derselbe Tag, glaube ich. War das da? Oder? Ich kann es jetzt gar nicht sehen. Ach so, ja, nein, das ist jetzt ein anderer Tag. Am 5. Juli 1994. Mehrere Objekte. Und zwar wird das immer hier angegeben, welche Objekte sind dieses, kann man nachher weiterverfolgen. Man kann die ganzen Spuren, die man hier hat, dann vom Rechner abrufen und kann dreidimensional die ganzen Proof-Bewegungen, wenn man die Zeit und Lust hat, wir haben es mal für eins dieser Objekte gemacht, kann man dann wieder aufleben lassen und kann das im Raum dann plötzlich so hin und her torkeln lassen. Und hier sehen Sie schon, wie merkwürdig so die Bewegungen sind. Der hier fliegt sehr langsam, das sieht man dabei, dass die Punkte ganz dicht liegen. Hier hält sich das nun auch sehr lange auf. Was ist das? Ist der Vierwaldstätter See ist das, glaube ich. Und da hat er auch nochmal jetzt vergrößert, was das dann ist. Das sieht ja dann so eng aus. Da. Dann sieht man da an der Spitze drei Objekte, also eins ist gelb, ich glaube, das können Sie da nicht sehen, steht auf der Stelle so etwas, dann ist hier so ein grünes und rotes und dann sehen Sie mal, hier langsam, dann hier wieder Schnellbewegung und ja, müssen wir mal rankommen. Also schnell heißt schon nahe an Schallgeschwindigkeit. Das zeige ich Ihnen nachher gleich. Das sind ja alles noch Sachen, die nicht so interessant sind. Aber da können Sie es dann ganz deutlich sehen. Hier, also wenn wir da nachher hingehen, hier gibt es wieder so irgendwelche nicht zu identifizieren Spuren. Wenn man das dann vergrößert, dann sieht man, da hat sich irgendeine Sache also an der Grenze aufgehalten und ist dann wieder mit mal schneller, mal langsamer Bewegung hier so rumgekurvt. Dann gibt es Merkwürdigkeiten, wo wir leider nicht weiterkamen. Wir haben dann danach, das ist Messstätten hier, diese Gegend und Messstätten, da ist eine NATO-Station, wo die Engländer und die Deutschen den Luftraum überwachen und da ist natürlich Sperrgebiet, da darf nicht sein. Nun hat sich dieses Objekt da, was das ganz bisschen so hin und her torkelte, hat sich da ziemlich lange Zeit aufgehalten und zwar so, hier ist es zwischen 0 und 2 Uhr und dann noch 4 Stunden weiter bis 6 Uhr, blieb da.
Wir haben also uns dann extra an den John Alexander gewandt. Der sagte ja, er fährt nachher nach Brüssel und dann möchte er die mal fragen in Meßstetten, was das gewesen ist. Wir können das nicht machen, uns hätten sie keine Antwort gegeben. Hat er uns dann aber gefragt, wollt ihr das oder wollt ihr das aufsparen, bis ein besserer Fall kommt, den ich dann in Brüssel so erfahren kann da von der NATO. Dann haben wir gesagt, dann warten wir ab. Aber so muss das gehen, wir kommen nicht direkt ran, wir müssen nach USA, damit dann einer von Brüssel dann über die NATO uns dann vielleicht Bescheid, hätte Bescheid sagen können, um was es sich da handelte. Das ist also nicht so direkt angehbar. Jetzt noch auch wieder ein paar Spuren, die man leicht zeigen kann und auch identifizieren kann als etwas, was eben kein Flugzeug ist, dieses Zeug da unten. Sie sehen, das ist ganz was anderes als diese normalen Maschinen, die hier rumfliegen. Da kurft auch noch irgendwas Seltsames lang. Wenn man das nun vergrößert, dann hat man beispielsweise dieses Bild. Also das ist jetzt hier bei Sigmaringen nur mal so ein Beispiel gewesen. Und da haben wir diese seltsamen Spuren. Drei Objekte und so fliegt normalerweise eben wieder kein Flugzeug und kein anderes Objekt, was man kennt. Und drei Objekte, die dann getrennt aufgefasst werden. Das ist alles noch nicht so kritisch, das kann ich Ihnen alles zeigen. Und am gleichen Tag nochmal diese drei Spuren, da hat sich dann doch irgendwie zusammengefasst und nochmal. Das ist doch irre. Das, wenn das ein Radarfachmann sieht, dann sagt er, nee, ein Flugzeug ist es nicht. Mit Sicherheit nicht. So. Natürlich sind die Fälle immer am überzeugendsten, wenn auch jemand das Objekt selbst gesehen hat. Bei denen, die ich Ihnen jetzt gezeigt hatte, waren das ja alles Nachtsaufnahmen, die dann später erst angeschaut wurden. Da, weil ja nachts niemand da im Freien ist von Kloten und dann in den Himmel guckt und erwartet, ob da ein UFO kommt, sondern das war alles im Nachhinein beobachtet worden. Hier ist es was anderes. Hier kam also unser Mann, der militärische Fluglotse, hat in Dübendorf da und Kloten, das ist, hier ist Zürich, hier sieht man richtig, wie die Maschinen landen und wie sie starten, da diese Startbahn. Das sind also die normalen Flugzeuge. Hat da über dem Sentis, er sagt hier so immer Lichter gesehen. Also wenn das der Berg ist, dann hatten die noch ein Halo rum, also wie Kugeln. Und dann ist er gleich rangegangen an sein Radargerät und hat gesehen, dass am Sentis, hier ist der Sentis, dann irgendwelche Objekte waren. Er hat das aber dann gleich zwischen 7 und 8 Uhr angeschaut und da waren eben ganz viele verteilt. Das müsste er dann, und das hat er bei vielen Objekten gemacht, deswegen haben wir eben so viele, viele Radarplots, von denen ich Ihnen einige zeige. Kann man also alle 5 Minuten dann mal gucken, wo ist denn das Zeug da gerade? Hier, das ist natürlich dann eben so kumulatives Bild davon. Das ist also eine Sache, wo er direkt sich bestätigt fühlen konnte. Das, was er gesehen hat, war auch auf Radar. Und das hier hat er nicht gesehen, aber 6 seiner Kollegen, die haben ihn nicht gerufen, weil sie wussten, er interessiert sich für UFOs und den haben sie nicht rangeholt, sonst macht er bloß ein Theater draus. Aber die haben da ein silbernes Objekt gesehen. Hier ist es schlecht dargestellt, so habe ich das auch in meinem Buch mal. Aber wenn man das mit besserer Auflösung zeigt, dann ist es doch etwas mehr aussagekräftig. Dieses Objekt, was hier hin und her hopst, das war ein silberner Teller. Das ist das, wenn der nachher unten weggeht. Es waren noch andere Objekte da, hier eins, das war aber dann höher. Und dazu muss man natürlich auch die Höhenangabe haben, die habe ich für andere Dinge, aber nicht für diesen Fall hier gerade dabei. Und ein drittes Objekt hier, das haben sie auch nicht gesehen. Das war auch zu hoch, aber das hier war sehr nah, so 1.000 oder 2.000 Meter hoch nur. Und was ich auch noch zeigen darf, das sind die sehr merkwürdigen Bewegungen. Und hier kann ich Ihnen nun sagen, Herr Gröschel,
was ich meine mit schnell und langsam. Also dieses Ding, Punkt bei Punkt und Punkt und Punkt, das können Sie feststellen, dass das mit 210 Stundenkilometer geflogen ist und dann fängt es an, in diese Richtung abzuhauen, und zwar mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, weil in 10 Sekunden, etwa, das sind hier 10 Kilometer, in 10 Sekunden 10 Kilometer zurückgelegt werden. Also in einer Sekunde 1 Kilometer, das heißt 3 mal 300 Meter, das ist dreifache Schallgeschwindigkeit. Wenn das so langsam kommt und dann zack abhaut, was man ja immer hört und berichtet hört von diesen UFO-Zeugen, dann wird das hier durch diese Beobachtung bestätigt. Und dann ist es nachher nicht mehr zu sehen gewesen. Das kann aus verschiedenen Gründen der Fall sein. Und die wahrscheinlichste Ursache wird sein, wenn es mit vierfacher Schallgeschwindigkeit davonfliegt, wird es gar nicht mehr vom Radar verarbeitet, das heißt von dem Rechenprogramm. Denn die setzen sich auch eine Grenze, sagen, mit vierfacher Schallgeschwindigkeit fliegt kein bekanntes Flugzeug. Die Aurora war noch nicht entwickelt. Und dann brechen sie das ab, um die Leute nicht zu verwirren. Das kann also hier dann von einem Punkt zum nächsten, das sind hier 300, dann würde ich sagen, von da bis hierher in 10 Sekunden vielleicht wieder vierfacher Schallgeschwindigkeit, dann wäre das nicht mehr angezeigt worden. Aber sowas, solche merkwürdigen Kurswechsel, ja, hier ist noch der Text dazu. Und so hatte ich es, glaube ich, dann nachher auch im Buch drin. Da sehen Sie nochmal 210 Stundenkilometer auf Überschallgeschwindigkeit, Beschleunigung immer von 3. Naja. Aber das ist nicht bloß einmal aufgetreten, sondern verschiedentlich. Hier ist zum Beispiel so eine andere Darstellung. Sie sehen, das Objekt zuckelt auch erst so langsam so vor sich hin und dann fliegt es schnell weg. Nicht ganz so schnell wie das andere, und hier beschleunigt es erst, aber Sie sehen, langsam, langsam, schnell weg. Ein zweites Objekt da auch noch. Und diese Spuren muss man kennen und muss dazu auch wissen, dass die militärischen Radarpiloten und auch die zivilen das nicht erklären können. Und das sind eben die Unidentifizierten. Hat den Vorteil, dass man über ein großes Gebiet sieht, was die Biester machen, wo sie bleiben, wo sie herkommen. Hier zum Beispiel ist eine Draufsicht, da kommt von Nîmes oder aus der Gegend, Nîmes, ist ja Frankreich hier, bis Genf. Ja, man sieht es. Da hinten ist da Genf irgendwo, fliegt so ein Ding, und zwar mit Überschallgeschwindigkeit. Man sieht ja hier, wie die Geschwindigkeiten angegeben sind. Alle Minute hört es auf, weil das Programm sich denkt, wir haben ja Friedenszeiten, und in Friedenszeiten fliegt nichts mit dreifacher Schallgeschwindigkeit und drüber, also keine Rakete, die wird nicht erwartet. In Kriegszeiten wird sowas erwartet, dann wird ständig natürlich hier aufgeholt. Das bloß dazu, dass das hier so ein Gap kommt. Und da hat er dann auch die Höhe dazu angegeben und gleich vernünftig aufgetragen. Das sieht man dann hier. Ich habe mal in den USA mit einem Piloten gesprochen und das dem gezeigt. Und der hat dann gesagt, ja, wenn das also hier mit Überschallgeschwindigkeit runterkommt, wo ist es denn, wo gab es denn den Crash? Er erwartete da unten dann, dass die Sache explodiert war. Ja? Was ich nicht verstehe, ist, wenn man beim Radar sowieso davon ausgeht, dass es keinen Körper gibt, der über dreifache Schaltgeschwindigkeit geht, warum blendet man das dann aus? Ist ja nichts zu erwarten. Ja, die blenden auch die Höhe aus, 30 Kilometer, dann ist auch Schluss. Die grenzen das ein. Dann haben sie später auch noch den Bereich eingegrenzt durch einfach das Programm so etwas geschönt. Ich weiß auch nicht warum. Die Meteorite, die kommen mit 20 bis 50 Kilometer pro Sekunde. Also wenn man das offen lassen würde, würde man dauernd die Bolide auch mitkriegen. Das will man nicht. Also das muss man schon, das muss man abgrenzen. Ja, also aus welchen Gründen sie sich da beschränken, das
ist natürlich nicht so klar. Etwas Ähnliches wie das hier ist mal passiert über Deutschland. Das andere war ja über Frankreich. Da kam das hier aus der Tschechei und sind ein Objekt, das plötzlich hier sich verdoppelte. Und dann hatte er dann plötzlich zwei Objekte und das sauste auch mit Überschallgeschwindigkeit hier in diese Richtung. Eigentlich, wenn man also erwartet, dass man angegriffen wird, dann müssen die jetzt irgendwas tun. Wenn da jemand gerade aus dem Osten kommt und hier nach Deutschland einfliegt. Deswegen sind die Sachen alle doch nicht so, so ganz offen und so frei, diese Daten, weil man immer nachfragen könnte, was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr es registriert? Hattet ihr das? Warum habt ihr nicht eingegriffen und so? Das ist das Höhenprofil dazu gewesen. Das ist schon sehr seltsam, denn dieses Objekt kam ja als eins und plötzlich war ziemlich viel tiefer. Das war so in 14.000 Meter, das andere war also 26.000, 27.000 sogar, da kam es her. Plötzlich ist das, bildet sich ein zweites oder was auch immer, es teilt sich nicht das eine, denn wenn es sich geteilt, wäre es ja auch in dieser Höhe. Das kann sein, das kann sein. Ja, ja, kann sein, kann sein. Denn man sieht ja, dass das wahnsinnige Geschwindigkeiten hier zwischendurch hat. Und auch diese Höhe. Ich habe ja gesagt, hier ist es 9 und, nee, da ist es, 27.000. Bei 30.000 fängt er überhaupt an, erst zu registrieren. Das sind also Dinge, da erwartet man, aus diesen Höhen kommen nämlich die Raketen. In diesen Höhen fliegt man nicht. Und wenn man fliegt, dann fliegt man geradeaus weiter, aber geht nicht im Sturzflug mit Überschallgeschwindigkeit nach unten weg. Auch da wird immer gefragt, ja, und wo ist das, wenn das dann nach unten geht, wo ist das aufgeschlagen? Ist es ja nicht. Aber jedenfalls gab es da keine Meldung drüber. So, dann, ja, das kann ich Ihnen auch noch unbedenklich vorführen. Das wird, ja, nee, da dachte ich, das haben wir auf unserem Tagesbuch. Wie Sie da dieses Dings gesehen hatten, mit diesen vielen schwarzen Punkten. Also, oder meinen Sie jetzt bloß das, was ich Ihnen zeige? Also es zeigen jetzt viel. Ist Ihnen das auf? Ich meine, man sieht das Datum, aber wir haben ja die Vorstellung. Jetzt nicht, ja, ja. Wie dicht das ist. Sie haben sich ja Gedanken gemacht. Kommt das statistisch gesehen alle 3 Monate vor oder alle 14 Tage? Nee, alle paar Tage. Ich habe Ihnen das ja gezeigt. Bloß da müssen Sie dann immer rauskriegen, also wenn Sie sich noch daran erinnern, ich weiß nicht, hier müsste ich rausführen. Bloß das ist ja dicht, ist ja vollkommen dicht. Das war ja 1993, war es ja 20 Mal in einem Monat. Also so, wenn Sie sich daran erinnern. Also ganz, ganz wahnsinnig häufig. Natürlich nicht am gleichen Ort immer. Es ist mal in Frankreich und da so. Aber in diesem Erfassungsbereich sehr, sehr häufig. Und da soll keiner sagen, das Zeug existiert, hier gibt es kaum. Eigentlich müssten die immer in Aufregung sein, die Jungs. Aber sie sind es nicht und das können sie sich leisten, weil es keine Bedrohung darstellt. Und das Militär hat bloß festzustellen, ist es eine Bedrohung, muss ich die Bedrohung abwehren. Was anderes braucht es nicht. Also wenn das nichts macht, dann sagen die, war da, ist kein Flugzeug gewesen, es war keine Bedrohung, weg. Aber sie geben es nicht den Wissenschaftlern, denn die sollen ja nicht sehen, wie unser Radargerät funktioniert. Diese Bilder werden nicht von einem einzigen Radargerät gemacht, sondern von 2 militärischen, 2 zivilen und 3 Tieffliegerradaren. Radaren. Die werden zusammengeschaltet und dann bildet man die beste Spur. Manchmal kann man das beste Radargerät nehmen, gerade für diese Untersuchung, die wir jetzt sehen. Wenn man nämlich das so aufschlüsselt, dann nimmt man ein bestes Radar und davon nimmt man es ab. Bei den anderen Dingen, wo man mehr so gerade Linien vorhin gesehen hat, und das ist dann das synthetische Radar aus diesen vielen Beobachterstation. Aber man kommt nicht auf die Idee zu sagen, die Radargeräte sind fehlerhaft. Denn die werden alle Woche, ich glaube 10 Tage, werden sie gewartet und dann guckt man natürlich als erstes nach, ob da was Fehlerhaftes ist. Wenn das aber das synthetische Bild ist, dann sieht man von vornherein, das ist nicht fehlerhaft.
denn sonst würde es nicht von so vielen zugleich empfangen werden. Aber hier, sehen Sie, so ein Mist, so ein Flug macht doch keiner. Das sieht aus wie so eine Mücke, die gar nicht weiß, was sie eigentlich will, sondern sie hat nur Spaß an der Bewegung so in der Luft. Dann hier auch dieses Rumsuchen, das man weiß gar nicht, was will es eigentlich? Ja gut, dann wollen Sie es, dann sollen Sie es kriegen. Das ist es hier. Hier ist es bloß schwarz-weiß und da sehen Sie die Höhe. Und da sehen Sie, wie das Ding zum Beispiel hier von 5000 auf 8000 Meter in einer Minute dann so hochhupst und so. Das tanzt ganz schön. Aber da haben wir ja nun noch ein paar schöne Bilder. Das ist nochmal eine Spur dazu, die Höheninformation. Ach so, naja, muss man doch so. Und da sehen Sie also zwischen 2000 und 4000, so dann wieder zurück, dann wieder das. Das ist nicht so, also diese Höhenspuren unterscheiden sich auch von Bild zu Bild. Deswegen wollte ich hier eben mal kurz mehrere angeben. Dazu ist das Höhenprofil. Also hier sieht man, er hat noch extra angedeutet und mit Rot nachgezogen. Da geht's los und macht dann diese Bewegung. Und hier müssen wir sagen, da geht's los und dann macht sie diese Höhenbewegung. Dann eine ganz irre Kurve, die Draufsicht. Da sehen Sie ja genau, dass das so 10 Kilometer sind. Hier wieder. Ein Objekt steht da irgendwo und zappelt so in dieser Gegend rum. Und ein anderes macht diese Bewegung und dann weiß man nicht, dahin und so. Die müsste man wieder auflösen erst noch. Aber die Höheninformation interessant. Von 5500 bis 9500 da, nicht? Und ja, dann können Sie sich ausrechnen, wie schnell das geht. Ich habe es bei manchen nachgerechnet, also dann, wenn das mit nahezu Schallgeschwindigkeit nach oben geht, ich weiß nicht, welches, ob die Mix oder diese Beweglichen da eben so schnell sein können. Ja? Also das habe ich eine Frage. Da gab es bei Galileo Mystery mal ein paar Infos, gibt es die? Ja. Und da wurde behauptet, dass die US-Amerikaner schon solche Flugobjekte besäßen, die solche Sprünge machen können. Ja. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich weiß nur, wie schnell sie sind. Die Aurora ist ein bisschen schneller als vierfache Schallgeschwindigkeit. Also die könnten auch stehen. Also die Objekte stehen ja auch so in der Luft. Und die hätten schon solche Flugobjekte. Das habe ich noch nicht. Bin ja auch nicht weit weg vom Fach. Also das hatten wir damals noch nicht? Nee, weiß ich nicht. So, haben wir noch ein paar. Also wieder eine Sache, die da steht, die andere macht da so eine eckige Bewegung. Und dazu... Kann man auf die Masse der Objekte schließen? Die Masse der Objekte? Nö. Nee, kann man nicht sagen. Wenn die trägheitslos sich bewegen. Dazu jetzt das Höhenprofil. Das ist nun wieder ganz verrückt, denn Sie sehen, dass das Grüne praktisch so unterm Radarhorizont oder direkt ganz tief ist. Es wird aber noch erfasst. Dann geht es ein bisschen höher, dann wird es noch erfasst. Das rote Objekt wird hier gar nicht erfasst. Das ist also noch tiefer als das grüne. Aber dann geht das hier so steil hoch. Und zwar, ich glaube, das war 1,2 Mach. Also und Sie sehen ja, hier unten ist die Zeit aufgetragen. Also von da bis da ist ein paar Sekunden sind das. Und dann haut das da ab bis 12.000 Meter. Von 0 auf 12.000 Meter, hoch. Kommt wieder runter, nun könnte man sagen, ist ein Fehler. Aber Sie sehen, dass es hier hochsteigt und dann so langsam in die Höhe eingeht. Wenn das immer Fehler wäre, dann würde das dann nicht langsam einlaufen. Also das sind schon echte Aufnahmen. Und das ist eben das Irre, das Verrückte von diesen Objekten, wo man da davor steht und sagt, wie macht man das? Wie können die das? Ja, da habe ich dann noch mal eine ulkige
Kurve gefunden, und zwar über einen Eiger. Das ist hier der Eiger dargestellt. 3500 oder 3970 steht da sogar. Und zwei Objekte fliegen da rum, dann wird er mal verloren und dann wird er wieder aufgegriffen. Er denkt aber, das Programm ist ein neues Objekt, das wird wahrscheinlich dasselbe sein. Komisch, was? Dazu müsste man, wie war denn das, die Höhe dann sehen? Ja, das ist dann interessant. Naja. Ja. Eiger ist eben, hat diese Höhe hier und dann fliegt das im Tal so rum und geht dann wieder noch tiefer runter. Und, naja, so, das kann man. Dann, man kann auch Einzelaufnahmen sehen. Das Rote ist dieses Ungeklärte, Unidentifizierte. Das bewegt, Uhrzeit war 22:24 und jetzt habe ich 22:32. Einige Minuten später, dann sieht man eben die unidentifizierten Objekte hier als Momentaufnahme. Das sind andere Flugmaschinen und die kann man nun auch wieder in der alten Darstellung, die mir doch immer mehr Spaß machen, kann man sie so darstellen. Und da sieht man schon, manche Objekte machen fast ähnliche Bewegungen wie das hier, kommt da und geht wieder zurück, das kommt und da habe ich nachher noch ein paar extra Bilder für Sie. So sind die seltsamen Spuren eben. Es fällt auf, dass es meistens mehrere Objekte sind und nicht immer bloß eine Spur. Und jetzt sehen Sie auch, dass zwei Spuren von denen ähnliche Bewegungen machen. Dies da geht so hoch und dies kommt auch und läuft dann so hoch. So als ob sie, also weil es läuft erst so an, geht runter, das läuft auch erst langsam an, geht runter und wieder hoch. Dass das so, naja, nicht ganz synchron, aber doch recht ähnliche Bewegungen macht. Ja? Wir sind eine Stunde. Ja, dann brechen wir hier ab. Dann breche ich ab und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 1187. Was? 1187. Sie wollten noch ein bestimmtes Bild zeigen. Naja, wir sind ja schon drüber für die Zeit. Also. Ja. Ja. Ja.